genug. Statt mehr Paradigmenwechsel in der internationalen Agrardebatte. Wir hatten ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass es ein wenig in der Zeit wird, von der unmittelbaren Handlungsrelevanz und Handlungsebene der einzelnen Konsumenten oder auch der Vereinigung von Konsumenten auf diese internationale Ebene uns näher anzuschauen. Das wollen wir heute tun. Herr Benedikt Herrlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft in Berlin wird uns dazu vortragen. Ich bin ganz gespannt darauf, welche Dimensionen er uns damit heute für uns erschließt. Vorher habe ich aber noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist gewissermaßen, ich gestehe es, Werbung in eigener Sache. Und zwar die Einladung zum geografischen Kolloquium. Auf der Vorderseite ist davon die Rede und dann auf der Rückseite auch die einzelnen Themen. Ich darf den Flyer hier gewissermaßen verteilen, nicht weil ich selbst der Organisator des einen wie des anderen bin, sondern mehr noch, weil jetzt schon weit vorgegriffen auf das nächste Jahr, am 12. Januar ist tatsächlich im geografischen Kolloquium, das heißt einen Tag nach Montag, am Dienstagabend, wäre dann dort auch ein Thema vertreten, das mit dieser Ringvorlesung zusammenhängt. Und zwar dann wiederum auch auf einer sehr unmittelbaren, auch regionalen, wenn nicht sogar lokalen Handlungsebene. Das Thema wird dann am 12. Januar lauten, hat Bio eine Chance? Schulverpflegung im Zeichen von Ganztagsunterricht, Preiskampf und Verpflegungsansprüche in Stadt und Landkreis Lüneburg. Das ist eine Masterarbeit, die hier vorgestellt wird und die eben auch in diesem Rahmen unsere thematischen Reigen sehr, sehr sinnvoll ergänzt. Wir haben aber im geografischen Kolloquium noch andere Themen, die zwar mit der Ringvorlesung hier nichts zu tun haben, die aber ansonsten sehr interessant und spannend sind und deshalb wollte ich gerne diesen Flyer hier einmal herumgeben lassen. Ich gebe dabei aber auch Herrn Herrlin das Wort. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Guten Abend. Freut mich, es ist mir eine Ehre, hier am Zentrum der Nachhaltigkeit vortragen zu dürfen. Ich sollte mich gleich kurz vorstellen. Ich bin wahrscheinlich deshalb hier eingeladen worden, weil ich seit 2003 bis 2009 an etwas teilgenommen habe, das sich International Assessment of Agricultural Development, Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development nannte. Ein großes Assessment, also eine Form der Bestandsaufnahme, die von der Weltbank und der UNO initiiert wurden und an der sich über 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beteiligt hatten, um auf die Frage zu antworten, was sind die Herausforderungen der Zukunft für die Landwirtschaft und was sind die Lehren, die wir aus den vergangenen 40 Jahren zu ziehen haben. Und ich war da in diesem kleinen Aussichtsrat und ich beziehe mich immer mal wieder auf die Erkenntnisse dieses sogenannten Weltagrarberichts. Wir machen auch eine Webseite, die heißt weltagrarbericht.de, da können Sie die Details zu all diesen Fragen nachlesen. Und dieser Weltagrarbericht, der dann 2009 erschienen ist, also auch schon ein fortgeschrittenes Semester mittlerweile ist, würde ich behaupten, viele andere tun das auch, war so etwas wie der Stein des Anstoßes für eine veränderte Betrachtung der Aufgaben der Landwirtschaft im globalen Kontext, also vor allen Dingen auch in den internationalen Institutionen. Ich werde heute nicht so sehr darauf eingehen, aber es ist sicher allen geläufig, dass im September diesen Jahres die Sustainable Development Goals, die Millennium Development Goals der Vereinten Nationen abgelöst haben und dass dort sehr interessante Ziele für die nächsten 15 Jahre auch im Zusammenhang mit der Landwirtschaft formuliert wurden. Und dass diese Ziele ganz anders formuliert wurden, als das bei den sogenannten Jahrtausendzielen im Jahr 2000 noch der Fall war. Eine der vielleicht herausragendsten Unterschiede
ist, dass diesmal nicht nur Entwicklungsziele für sogenannte Entwicklungsländer formuliert wurden, sondern Ziele für alle Länder. Und sehr klar formuliert wurde, dass die Industriestaaten in vieler Hinsicht die eigentlichen Entwicklungsländer sind, was bestimmte Nachhaltigkeitsziele, beispielsweise den Verbrauch, den globalen Fußabdruck und Ähnliches betrifft. Man spricht also von so etwas wie einem Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, ob Ihnen allen geläufig ist, was ein Paradigma denn nun wirklich ist. Heutzutage ist ja schon von einem Paradigmenwechsel die Rede, wenn von Windows 9 auf Windows 10 umgestellt wird. In der klassischen wissenschaftlichen Debatte sind die Paradigmen die Rahmenbedingungen, die Fragen, die wir stellen, sozusagen. Und diese Rahmenbedingungen verändern sich nicht dadurch, dass man erkennt, dass etwas richtig oder falsch ist, sondern dadurch, dass man bestimmte Grundannahmen für die brauchbarsten zum gegenwärtigen Zeitpunkt hält. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, in dem Bereich, in dem ich mich viele Jahrzehnte mittlerweile engagiert habe, der Frage der Gentechnik, gibt es ein klassisches kritisches Dogma, das Paradigma, dass DNA RNA macht und RNA führt dann zum Zusammenbau von Eiweißbausteinen. And there is no way back, sagte Herr Crick, der mit Stan Watson zusammen das Konzept entwickelt hat. Man weiß seit langem, dass das nicht so ist. Man weiß seit langem, dass die RNA eine viel komplexere Rolle spielt. Man weiß, dass unser ursprüngliches Konzept davon, was ein Gen sei, so überhaupt nicht mehr stimmt. Wir haben aber noch keine Alternative, wir haben noch keinen neuen großen Wurf. Und deshalb bleiben wir beim alten Paradigma. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen dem Paradigma als einem Rahmen, einer Sichtweise und dem, was man in der Wissenschaft klassischerweise belegen kann, falsifizieren oder eben nicht. Das Paradigma, von dem wir heute, oder der Rahmen, von dem wir heute sprechen werden, ist, welche Rolle spielt die Landwirtschaft? Und unsere klassische Betrachtungsweise, ich würde mal behaupten, der letzten Jahrhunderte, zumindest der letzten 50 Jahre, sehr deutlich, war die, es kommt darauf an, was hinten rauskommt, um mit unserem Ex-Bundeskanzler zu sprechen. Also, Landwirtschaft ist dazu da, Lebensmittel und andere Agrarprodukte zu produzieren und fertig. Und je mehr davon produziert wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass niemand hungern muss. Das war sozusagen unsere Grundannahme. Heute, und dieses Bild hat der Weltagrarbericht sozusagen als seine Flagge in den Raum gestellt, wissen wir, dass Landwirtschaft multifunktional ist, dass Landwirtschaft viele unterschiedliche Rollen zu erfüllen hat. Selbstverständlich muss sie die Menschheit satt machen, selbstverständlich muss sie bestimmte Agrarrohstoffe produzieren. Sie ist aber zugleich so etwas wie der gärtnerische Rahmen unserer Ökosysteme. Wir können uns verabschieden, ich komme gleich noch etwas ausführlicher darauf, von der Vorstellung, dass es hier eine ursprüngliche Natur und da ein paar Flecken, auf denen die Menschheit wirtschaftet, gäbe. Die ganze Welt ist so etwas wie unser Garten geworden und die Landwirtschaft ist das bestimmende Gewerbe sozusagen dafür, wie unsere Ökosysteme funktionieren. Das, was wir produzieren und wie wir es produzieren, bestimmt auch fast in dem gleichen Ausmaß wie das gesamte sonstige Gesundheitssystem, die Frage, wie lange wir leben, wie gesund wir leben, wie vital wir durchs Leben gehen und so weiter und so fort. Die Landwirtschaft ist die wesentliche Determinante für unsere Gesundheit. Die Landwirtschaft ist auch nach wie vor der größte Arbeitgeber auf der Welt. 40% der Menschheit, das fällt hier, wo es nur 2% sind, nicht so auf. 40% der Menschheit leben nach wie vor in und von der Landwirtschaft weltweit. Und sie ist auch so etwas wie das
dominante Sozialsystem nach wie vor. Es gibt nach wie vor in wenigen Ländern dieser Welt Bundesanstalten für Rentenwesen und so weiter und so fort. Nach wie vor ist für die meisten Menschen die Generationennachfolge die Frage, wer wird mein Stück Land nach mir bewirtschaften, wenn ich nicht mehr kann, das eigentliche Sozialsystem. Das ist einer der Gründe, weshalb es auch mit der sogenannten Bevölkerungsexplosion, die heute keine Explosion mehr ist, das werden wir auch gleich sehen, nur langsam in eine andere Richtung geht. Solange ich möglichst viele Kinder haben muss, damit wenigstens eins mich ernähren kann, ist das immer noch sozusagen auch die vordringliche soziale Sicherungsform in ländlichen Systemen. Landwirtschaft ist im Übrigen auch, ganz egal, ob wir das aus einer städtischen oder einer ländlichen Perspektive betrachten und auch relativ egal, woran wir glauben, das Grundmuster unserer Spiritualität. Es gibt eigentlich keine Form, uns den Sinn des Lebens vorzustellen, ohne einen Begriff von der Natur und dem Austausch des Menschen mit der Natur zu haben. Wir sehen also hier ein System, auf der einen Seite spielt sie eine wesentliche gesellschaftliche Rolle, auf der anderen Seite ist sie eine ganz entscheidende Wirtschaftskraft und schließlich ist sie die bestimmende Größe unserer Umwelt. Und das ist vielleicht der zentrale Paradigmenwechsel, um den es in der ganzen Veranstaltung geht. Zu begreifen, dass es bei Landwirtschaft nicht ausschließlich und häufig erst in zweiter oder dritter Linie überhaupt um die Frage geht, wie viel hole ich von einem Hektar runter. Der Weltagrarbericht hat neben dieses Bild ein zweites Bild gestellt, das die Kosmovision der andischen Urbevölkerung darstellt. Und auch dort sehen Sie in der Mitte Hof, Land, Grund, Mama Pacha. Und Mama Pacha kann nur gedeihen, wenn die Gemeinschaften der Natur, die Gemeinschaften der Menschen und die Gemeinschaften der Götter und Gottheiten in einem hinlänglich ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Und dieses Verhältnis muss ständig neu justiert, verhandelt, überdacht, ausgefochten werden, und dafür ist auch erforderlich, dass man sich ausreichend Zeit nimmt, zusammensetzt, in den entsprechenden Riten auch die zuständigen Gottheiten beschwört, das ist heute vielleicht eher die Wissenschaft. Und der Weltagrarbericht schreibt, dieses Bild zeige, dass der Menschheit manches schon seit Jahrtausenden bekannt ist, was Dirf den letzten Schrei wissenschaftlicher Erkenntnis, Multifunktionalität, halten und dass wir gut daran tun, nicht nur die naturwissenschaftlich kodifizierten Erkenntnisse für die Grundlage unseres Wissens und unseres Fortschritts und unserer Innovation in der Landwirtschaft zu halten. Ich weiß nicht, ob Ihnen dieses Bild noch geläufig ist. Das ist eines der ersten Fotos von der Welt, von außerhalb der Welt. Ich glaube, es war Apollo 17, die in den 70er Jahren dieses Bild auf die Erde gefunkt haben und die so etwas wie einen neuen Blick auf unseren Planeten auch im übertragenen Sinne symbolisiert haben. The Blue Planet, das Raumschiff Erde, wir etwas verloren, es gibt keine zweite Welt, all diese Aspekte und auch die gefährdete Welt. Die Möglichkeit, dass wir, damals stand der Atomkrieg im Vordergrund unserer Überlegung, in der Lage sind, dieses Raumschiff Erde an die Wand zu fahren. Heute hat dieses Bild vielleicht ein wenig ausgedient. Meine Generation ist mit diesem Blue Marble groß geworden. Die Generation der heute Studierenden wird mit Google Earth und diesem Bild groß, das andere Qualitäten hat, was die Möglichkeit hat, ganz nah ran zu zoomen, ganz weit weg zu zoomen, was ein anderes Verhältnis möglicherweise symbolisiert.
Dieses Bild ist auch das Frontbild eines für meine Begriffe wegweisenden Artikels, der im Jahr 2009 mittlerweile erschienen ist in der Zeitschrift Nature unter dem Titel A Safe Operating Space for Humanity. Also man könnte das vielleicht übersetzen als der sichere Betriebsbereich der Menschheit. Und da hat eine ganze Riege von Nobelpreisträgern und Institutsleitern und anderen Großmuffis der Wissenschaft versucht, uns eine Betrachtungsweise näher zu bringen. Das war in der Run-Up, also in Vorbereitung der Klimaverhandlungen von Kopenhagen, über deren Ausgang wir heute besser Bescheid wissen als damals, hatte man noch mehr Hoffnungen, wer weiß, was in Paris rauskommen wird. Und diese Wissenschaftler haben gesagt, wir leben im Zeitalter des Anthropozän. Also von Anthropos, der Mensch, der zum bestimmten Umweltfaktor geworden ist. Die offizielle Erdgeschichtsschreibung spricht immer noch vom Holozän. Und dieses Holozän, das etwa 14.000 Jahre schon alt ist, bietet uns ganz hervorragende Bedingungen dafür, überhaupt Landwirtschaft zu betreiben. Viele sagen, Landwirtschaft ist überhaupt erst entstanden aufgrund dieser Chance, die uns sozusagen die Erdgeschichte geboten hat. Und die Wissenschaftler sagen, wir können diese Chance auch noch viele tausend Jahre nutzen, nach allem, was wir wissen, wenn es uns gelingt. Sie nennen es kritische globale Stoffkreisläufe nicht überzustrapazieren. Und sie haben ursprünglich 10 solcher Stoffkreisläufe vorgeschlagen, von denen Ihnen einige ganz vertraut sein werden. Klimawandel, also einfach nur definiert als Parts per Million von Treibhausgas in der Atmosphäre, die damit verbundene Versauerung der Ozeane, das Ozonloch, Stickstoff- und Phosphorkreislauf, die Art, wie wir unser Süßwasser, das Verfügbare nutzen, die Veränderung von Landnutzung, also beispielsweise von Acker zu Wüste oder von Wald zu Acker, der Verlust der Artenvielfalt und 2 Bereiche, in denen sie gesagt haben, die sind entscheidend, aber wir können sie leider nicht so genau definieren wie die anderen, nämlich einmal der Feinstaub, die Schwebstoffe, die Aerosole in der Atmosphäre und die chemische Verschmutzung, die von uns ausgeht. Und sie haben jetzt versucht, mal darzustellen, wie die Sache sich im Moment verhält, Ihrer Meinung nach. Sie sehen in der Mitte einen grünen Kreis, das ist das, was Sie für den sicheren Betriebsbereich der Menschheit halten. Solange wir uns innerhalb dieses grünen Kreises bewegen, sagen Sie, wird der Planet gewissermaßen unsere Zumutungen wegstecken können. Wird er in der Lage sein, das auszugleichen. Wenn wir darüber hinausgehen, ist das nicht mehr sicher. Wir wissen nicht, an welchem Punkt ein System kippt. Wir wissen auch nicht genau, an welchem Punkt welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Aber wir gehen davon aus, dass wir uns jenseits des sicheren Betriebsbereiches bewegen. Und das ist uns allen geläufig in Bezug auf den Klimawandel. Die Versauerung der Ozeane ist auch an einer kritischen Schwelle, wie gesagt, eng damit verbunden. Das Ozonloch, da war der rote Keil schon mal näher an der grünen Grenze als heute, ist eher eine Erfolgsgeschichte, eine der wenigen, die belegt, wenn die Menschheit sich zusammentut und vereinbart, wir hören auf, FCKWs und andere Ozonschicht zerstörende Chemikalien in die Atmosphäre zu blasen, dann kann es uns gelingen, dass wir heute davon ausgehen dürfen, dass in etwa 150 bis 200 Jahren dieses Problem aus der Welt geschafft sein wird. Was Ihnen vielleicht so drastisch noch nicht untergekommen ist, ist, in welchem Maße wir den Stickstoffkreislauf der Welt überstrapazieren. Das geht da im Wesentlichen um das Haber-Bosch-Verfahren, also um die künstliche Herstellung von bioverfügbarem Stickstoff aus der Luft. Alles voll Stickstoff, eines der ubiquitärsten Elemente, aber nur in der Form von Ammoniak, in der Form von N, aktiv, dafür den Pflanzenwachstum entscheidend, aber im Übermaß eben auch für die Gewässer, für die gesamten Ökosysteme fatal. Die Wissenschaftler sagen, wenn wir in dem Maße
überproduzieren solchen Stickstoff wie im Moment, etwa 1,2 Millionen Tonnen jedes Jahr, dann werden wir möglicherweise in 150, möglicherweise in 200 Jahren erleben, dass ganze Ozeane eutrophieren, also ersticken an Überdüngung. Das, was wir von kleinen Gewässern kennen, wo man das auch wieder rückgängig machen kann, in Bezug auf Ozeane ausgesprochen schwierig. Und Sie haben vielleicht alle schon mal diese Dead Zones gesehen, also da, wo große Gewässer, beispielsweise der Mississippi oder die Oder, ins Meer fließen, sind ganze Regionen schon tot wegen Überdüngung. Eines der größten Probleme, das die Landwirtschaft im Moment der Umwelt bereitet. Artenvielfalt, das ist Ihnen sicher auch geläufig. Wir leben mittlerweile im sechsten großen Aussterbezyklus. Der letzte war der vor 60 Millionen Jahren, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Diesmal ist es Menschen gemacht. Das ist die eine große Herausforderung, mit der sich die Landwirtschaft auseinandersetzen muss und der die Landwirtschaft auch insgesamt nicht mehr ganz entgehen kann. Also das Leugnen hat in gewisser Weise langsam aber sicher auf internationaler Ebene zumindest ein Ende. Wenn es dann um die Düngemittelverordnung hier in Deutschland geht, dann ist das alles erstmal noch wieder vergessen, aber sozusagen von der konzeptionellen Begrifflichkeit haben wir verstanden, dass es so nicht weitergeht. Das andere große Problem, die große Herausforderung, Ihnen allen sicher auch geläufig ist, wir haben immer noch, ja, die FAO sagt im Moment 795 Millionen Hungernde auf dieser Erde. Das ist eine virtuelle Zahl, das muss man mit Vorsicht genießen, das ist eine Hochrechnung, die in Rom bei der FAO aufgrund der jeweilig verfügbaren Datenlage mit einer ganzen Reihe von Annahmen gemacht wird. Also es gibt keine Volkszählung, keine globale der Hungernden dieser Welt. Und ob diese Zahl nun richtig ist oder nicht, ich will es dahingestellt lassen. Ich will Sie nur darauf hinweisen, die FAO hat im Jahre 2010, also noch nicht allzu lange zurück, von einer Milliarde Hungernden gesprochen. Und der größte Einbruch dieser Hungernden ist nicht etwa draußen im Feld aufgrund von besserer Versorgung entstanden, sondern in Rom im Excel-Programm der FAO. Man hat angenommen, dass nicht 2000, sondern 1700 Kalorien ausreichen, um einen Menschen vor Mangelernährung zu bewahren. Ich will mich nicht einmischen, ich will Ihnen nur sagen, diese Zahl, wie viele Hungernde gibt es auf der Welt, ist eine, die wird in Rom gemacht und nicht vor Ort festgestellt. Sie sehen, dieses Bild zeigt Ihnen, je dunkelroter ein Land, desto höher der Prozentsatz der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die regelmäßig nicht genug zu essen haben. Das ist die Definition von Hunger. Und zwar mindestens über ein Jahr. Man darf nicht nur drei Monate nicht genug haben, bevor die nächste Ernte kommt. Man muss ein ganzes Jahr sauber durchgehungert haben, bevor man von der FAO als Hungernder akzeptiert ist. Und Sie sehen, am härtesten nach wie vor im südlichen Afrika. Aber wenn Sie mal gucken, wie viele Menschen jeweils hungern, dann sehen Sie die große Mehrheit in Asien. Indien beheimatet etwa ein Viertel aller Hungernden dieser Welt. China beheimatet etwa 10%, 11% aller Hungernden dieser Welt. Sie sehen daran auch, dass das nicht eine Frage der absoluten Armut dieser Staaten ist. Sowohl Indien als auch China, als auch Indonesien, als auch Pakistan wären ohne Probleme in der Lage, dafür zu sorgen, dass alle Bürgerinnen und Bürger ihres Landes genug zu essen haben. Es gibt ganz wenige Staaten auf der Welt, die tatsächlich dazu nicht in der Lage wären, wenn sie darauf die erste Priorität legen würden. Also diese Frage, wie viele Menschen hungern, ist im Wesentlichen eine Frage, welche politische Priorität hat das für die unterschiedlichen Regierungen?
Und Sie sehen, auf der anderen Seite sind es etwa doppelt so viele mittlerweile, die ein solches Übergewicht haben, dass sie davon ausgehen müssen, dass sie gesundheitliche Schäden, einen vorzeitigen Tod zu gewärtigen haben, im statistischen Durchschnitt, nicht individuell, versteht sich dann, statt jeder Bomber gesund. Aber wir haben etwa 1,5 Milliarden Menschen, die an Übergewicht und den damit verbundenen Krankheiten leiden. Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, all das, was eben mit zu viel Nahrung, vor allen Dingen auch zu fett- und zuckerhaltiger Nahrung verbunden ist. Und es gibt etwa 2 Milliarden Menschen, die an sogenanntem versteckten Hunger leiden. Versteckter Hunger, Hidden Hunger, ist das, was sie an Mangel haben, nicht an Kohlenhydraten, nicht an Energie. Also sie haben genug Kalorien zu sich genommen, aber zu wenig Vitamine, zu wenig Eisen, Zink, Selen, was auch immer. Diese sogenannten Mikronährstoffe, daran können sie Hunger leiden gewissermaßen, obwohl sie zu viel insgesamt an Kalorien zu sich nehmen. Also der versteckte Hunger ist nicht zu verwechseln mit dem klassischen Hunger, obwohl mit dem klassischen Hunger das oft einhergeht. Wollten Sie was fragen? Also ist da auch so quasi Mangel an Eiweißen oder Fetten? Nein, Eiweiß und Fett fallen da nicht runter, sondern wie gesagt die Mikronährstoffe. Also wenn Sie zu wenig Fett oder zu wenig Protein zu sich nehmen, dann fällt das unter den Mangel an Energie im Endeffekt. Wir haben, und das ist sozusagen die treibende Kraft einer Vorstellung, die immer noch sehr weit verbreitet ist, in den letzten 40 Jahren uns mehr als verdoppelt an der Zahl von Menschen auf diesem Planeten. Wir werden das in den nächsten 40 Jahren nicht noch einmal tun. Sie sehen hier die Balken, das ist der Zuwachs, der jährliche Zuwachs an Menschen auf der Welt, und Sie sehen, der geht langsam, aber sicher zurück. Also so wie Schulden zurückgehen. Wir werden zwar noch mehr, aber wir werden weniger mehr. Und deshalb werden wir in den nächsten 40 Jahren, nach den Schätzungen, die es bisher gibt, etwa nochmal 2 bis 2,5 Milliarden mehr werden. Aber wir werden unsere Zahlen nicht noch einmal verdoppeln. Und dennoch sitzt in unseren Vorstellungen ganz fest drin, wir müssen mehr produzieren, weil wir mehr Menschen werden. Und wenn wir das nicht schaffen, dann kommt der Hunger wieder. Das ist etwas, was ja fast genetisch ist. Und das hat etwas tatsächlich auch mit unserer Menschheitserfahrung von Hunger zu tun. In den 500.000 Jahren Homo sapiens, wie wir ihn kennen, war Hunger eigentlich fast immer etwas, was um die Ecke drohte. Dass wir Überversorgung haben, tendenziell, ist etwas, was wir erst seit wenigen Jahrzehnten kennen. Und dementsprechend schwer können wir damit umgehen. Man kann das vielleicht vergleichen mit vielen unseren anderen Ernährungsproblemen, die ähnliche Ursachen haben. Also der Mangel an Zucker, der die Menschheit begleitet hat bis vor ganz kurzem, macht uns so geil auf was Süßes. Ja? Und das ist ganz schwierig, davon innerhalb von ein, zwei Generationen loszukommen. Und so ähnlich ist auch diese Vorstellung, wir müssen immer mehr produzieren, weil sonst der Mangel wieder zuschlägt, weil sonst der Hunger uns wieder am Kragen hat. Insgesamt haben wir in den vergangenen gut 40 Jahren die Produktion an Agrarrohstoffen, sage ich mal, an Getreide, Wurzelknollen, Hülsenfrüchten und so weiter, also den essbaren, im Wesentlichen Ölsaaten, gut verdreifacht. Und Sie sehen, die rote Linie ist das, was die sogenannten Entwicklungsländer dazu beigetragen haben. Die blaue Linie, konjunkturgeschüttelt, ist das, was die Industriestaaten zu diesem Wachstum beigetragen haben. Also auch diese Vorstellung, wir müssen die Welt ernähren,
relativiert sich etwas anhand dieses Bildes. Der größte Zuwachs hat nicht etwa hier in Deutschland oder auch nicht in den Vereinigten Staaten stattgefunden. Insgesamt haben wir nicht nur die Produktion verdreifacht, wir haben auch die Produktion pro Kopf auf einen absoluten Rekord hochgetrieben. Wenn man sich klar macht, dass wir ja sehr, sehr viel mehr geworden sind, ist das die eigentlich relevante Zahl. Und Sie sehen hier die rote Linie, das ist der Ertrag, wie er sich zwischen 1960 und 2007 entwickelt hat. Und die grüne Linie zeigt, wie die Produktion sich entwickelt hat. Also der Ertrag pro Hektar und die Produktion insgesamt, das sind die beiden Dinge, die nahezu parallel gehen. Voraussetzung ist dabei vor allen Dingen in Asien die blaue Linie, das ist die zur Verfügung stehende bewässerte Landfläche. Also ein ganz wesentlicher Anteil an der gesamten Steigerung besteht einfach darin, dass wenn sie in der Lage sind, Land kontinuierlich zu bewässern, was sonst nur einen Monsun und eine Ernte aufgrund der Bewässerung hat, können sie zwei, können sie drei Ernten von der gleichen Fläche bekommen. Das ist das eigentliche Geheimnis und das hat etwas mit der Bewässerung zu tun. Es hat nicht sehr viel mit der Ackerfläche, die wir unter den Pflug genommen haben, insgesamt zu tun. Sie sehen, das ist auch hochgegangen, aber keineswegs im gleichen Maße wie der Ertrag und die Produktivität. Und eine Kurve, die nach gerade völlig losgelöst von diesem Ertrag und der Getreideproduktion exponentiell nach oben gestiegen ist, ist der Mineraldüngerverbrauch in diesen Jahren. Also wir haben ein geradezu absurd Vielfaches von dem an Dünger ausgebracht, was tatsächlich hilfreich gewesen wäre. Ja? Was war da um 1990 los, dass der Mineraldüngerverbrauch so stark eingesackt ist? 1990 hat Herr Gorbatschow abgedankt. Ist das sowjetische Produktionssystem für viele Jahre praktisch zum Erliegen gekommen und die erste Konsequenz daraus war, dass man keine Mineraldünger mehr in der Ukraine, in Weißrussland, in den großen osteuropäischen Flächen eingesetzt hat. Das ist der wesentliche Punkt dabei. Sie sehen hier die Produktion, die Getreideproduktion geht nach oben. Ich habe jetzt hier die letzte Zahl nicht, es geht noch ein Stück weiter nach oben nach den Prognosen und Sie sehen, der Verbrauch passt sich mehr oder weniger dem Verfügbaren an. Das ist hier die gelbe Linie. Sie sehen auch, dass die Vorräte mittlerweile deutlich besser dastehen als etwa vor knapp 10 Jahren, als die eine relativ bedrohliche Knappheit hatten, was Auswirkungen auf die Preise haben kann. Die Preise zeigt die FAO in einer jährlich zweimal erneuerten Lebensmittelpreisindex-Statistik für die ganze Welt. Und das ist die Kurve. Und Sie werden sich vielleicht als geübte Marktwirtschaftlerinnen und Marktwirtschaftler fragen, wie kommt das, dass der Preis nach oben geht, wenn das Angebot nach oben geht? Normalerweise, so haben wir das jedenfalls gelernt im Betriebswirtschafts- und Nationalökonomiekurs, bestimmen Angebot und Nachfrage gegenseitig den Preis. Das stimmt auch, aber Angebot und Nachfrage ist nicht die Nachfrage nach Lebensmitteln. Womit der Lebensmittelindex der FAO mittlerweile praktisch parallel läuft, ist der Rohölpreis. Der bestimmt die Lebensmittelpreise. Das ist hier eine schöne Grafik aus unserer Broschüre bis 2013. Und jetzt habe ich Ihnen hier etwas unschön die letzten beiden Jahre noch angehängt, um das auch deutlich zu machen. Sie haben das sicher verfolgt. Der Ölpreis liegt da nieder aus diversen politischen Gründen. Und mit dem Ölpreis sind auch die internationalen Lebensmittelpreise verfallen.
Was nicht unbedingt bedeutet, dass Sie sofort Ihr Mehl und Ihre Lebensmittel im Supermarkt sehr viel billiger bekommen, aber es bedeutet schon, dass die Preissteigerung auch in der letzten Ausbaustufe in Ihrem Regal nicht besonders nach oben gegangen ist, ganz anders als in den Jahren davor, als es zu Hungerrevolten kam, weil in den Städten Lebensmittel so teuer wurden, dass diejenigen, die gerade es geschafft hatten, rauszukommen aus der Armuts-, aus der Hungerfalle, tatsächlich auf die Straße gegangen sind und die ganze sogenannte arabische Frühling, die Arabellion, hatte ganz wesentlich als eine Ursache die enorm angestiegenen Getreidepreise in Metropolen, die nicht in der Lage sind, kurzfristig selbst Getreide zu produzieren. Wie Beispiel Ägypten ist der größte Getreideimporteur der Welt. Was Sie vielleicht sich sehr gut merken sollten, wenn man Ihnen das nächste Mal sagt, wir müssen mehr produzieren, um den Hunger zu bekämpfen, ist dieses Bild. Vom Getreide, wohlgemerkt im Getreide, nicht in Ölfrüchten, da sieht die Situation noch dramatischer aus, dass wir produzieren von diesen 2,5 Milliarden Tonnen, wird weniger als die Hälfte noch als Lebensmittel eingesetzt. 46%. Etwas mehr als ein Drittel, 34%, werden als Tierfutter eingesetzt. Da kommen hinten auch ein bisschen Lebensmittel raus, aber in einem entsprechenden schlechten Verhältnis, je nach Tier, was ich mit dem Getreide fütter, in einem Verhältnis von 10:1 bis 4:1. Und was in den letzten Jahren enorm angestiegen ist, ist das, was die FAO Other Uses, sonstige Verwendungen, nennt. Und das ist ein wildes Kuddelmuddel, da ist zum Beispiel auch das Saatgut dabei, da sind verschiedenste Formen von Verlust dabei. Der Löwenanteil ist heute das, was wir verheizen. Was wir als Sprit, als Energieproduktion vom Acker holen. Und Sie können sich das hier mal auch als Welt.